meine Damen und Herren. Ich bin begeistert, Sie in so großer Zahl heute Abend hier zu sehen. Freue mich, dass Sie gekommen sind und offenbar Interesse an dem nehmen, was ich zum Thema 68 zu sagen habe. Ja, also ich hatte eigentlich einen etwas anderen Einstieg geplant, aber wie das eben so ist, nach dem, was Herr Fenske gesagt hat und der Frage, wie das mit der Prägung durch 68 eigentlich aussieht, lassen Sie mich vielleicht doch vorab ein paar Bemerkungen machen, die nicht theoretischer oder ähnlicher Natur sind, sondern mit dem zu tun haben, worum es in diesem Buch auch geht, nämlich mit den persönlichen Reminiszenzen. Ich habe lange gezögert, das zu machen. In einem Buch, und ich habe das ja auch vorher nie getan, in einem Buch tatsächlich bis zu einem gewissen Grade autobiografisch zu werden. Das heißt also einfach mal darzulegen, warum und inwiefern mich dieses Thema 68 eben ganz besonders beschäftigt und nicht nur rein akademisch, historisch, theoretisch, sondern eben lebenspraktisch, biografisch, denn es hat mit meiner eigenen Biografie auf eine ganz zentrale Art und Weise zu tun. Ich bin Jahrgang 59 und das heißt also, als es 68 zur Sache ging oder eigentlich 67, viel zu jung, um tatsächlich zu registrieren, was da um mich herum geschah. Aber die Prägungen, die man zumal, wenn man in Göttingen groß wurde, beziehungsweise in einem kleinen Vorort oder einem kleinen Dorf am Rande von Göttingen, die haben sich natürlich nicht vermeiden lassen. Ich habe mich eigentlich, wenn ich es recht bedenke, seit meinen Jünglingsjahren mit den 68ern auseinandergesetzt. Und ich gehöre ja zu denjenigen, die niemals in ihrem Leben links gewesen sind, um dann später mal irgendwann konservativ zu werden. Ich hoffe, dass ich trotzdem ein Herz habe. Aber es ist tatsächlich so, aus Gründen, die mir im Einzelnen erst in meinen reiferen Jahren klar geworden sind, haben die 68er in mir immer Affekte geweckt. Und diese Affekte waren keine positiver Natur, sondern ich habe tatsächlich von Anfang an starke Vorbehalte gegen sie, ihre Ideen, ihr Auftreten, ihren Lebensstil gehabt. Und mein Konservativsein ist insofern tatsächlich, wie das ja bei Konservativen oft so ist, ein in mancher Hinsicht nur reaktives. Das heißt also, ich hatte eine ziemlich klare Vorstellung davon, was ich nicht wollte, was ich nicht für richtig hielt. Und was ich für bekämpfenswert erachtete und auf der anderen Seite erst so ganz allmählich eine klarere Vorstellung davon, in welcher Tradition ich damit stand. An der Schule, an der ich mein Abitur gemacht habe, das war das Felix-Klein-Gymnasium zu Göttingen, auch damals bekannt als das Rote Gymnasium. Das heißt also, wenn wir einen gemäßigten Schülersprecher hatten, dann war er von den Jusos und im Regelfalle war er von SDAJ, Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend, das war die revolutionäre Kampforganisation der DKP, vor allen Dingen für die Oberschüler. Also mit Arbeiter war da wenig, aber naja, das entsprechende Bewusstsein musste das dann eben ausgleichen. Das war der Normalfall in meiner ganzen Schulzeit und auch die Tatsache, dass es im Grunde genommen völlig klar war, dass die Masse meiner Mitschüler, später meiner Kommilitonen, sich als links betrachtete, auch das war der Normalfall. Und ich erinnere mich noch gut, dass in der 12. Klasse dann von uns natürlich in einer Vollversammlung basisdemokratisch entschieden wurde, dass wir in Zukunft überhaupt keinen Schülersprecher mehr wollten, sondern weil das ja im Grunde genommen eben an sich schon undemokratisch sei, einen Führer an die Spitze zu stellen, in Zukunft also ein Rat an der Spitze stehen würde. Das musste dann per Urabstimmung geklärt werden. Und diese Urabstimmung verlief dann so, dass in meiner Klasse es bei der geheimen Abstimmung genau eine Gegenstimme gab. Und da bekannt war, dass ich in der Vollversammlung auch schon dagegen gesprochen hatte und nämlich gesagt habe, es sei klar, was dabei rauskommen werde. In Zukunft habe niemand mehr die Verantwortung. Jeder werde sie immer bloß dem anderen zustimmen und natürlich werde das Ganze auch nicht funktionieren. Führte dann also zu einem Wutausbruch unserer Klassensprecherin, die mich öffentlich anherrschte. Karl-Heinz, du bist ein verdammter Konservativer. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich mit diesem Vorwurf konfrontiert wurde. Und ich habe nach relativ kurzer Zeit beschlossen, das dann wie eine Schneidfeder am Hut zu tragen und mich als konservativ zu deklarieren. Vielleicht das noch am Rande. Ich habe mal eine Wochenendveranstaltung der Arbeitsgemeinschaft christlicher Schüler. Das war in Wirklichkeit eine kommunistische Tarnorganisation innerhalb der evangelischen Kirche. Mal dadurch gesprengt, dass ich da erklärt hatte, dass ich praktisch alles, was sie mit uns bei diesem Seminar diskutieren wollten, für baren Unsinn hielte, weil ich als Konservativer das folgendermaßen sehe. Und das war wirklich so, dass die Anwesenden, vor allen Dingen diejenigen, die als Referenten geladen waren, schreckensstarr reagierten und überhaupt nicht begreifen konnten, wie das möglich sei, dass ein so junger Mensch sich einfach hinstellt und sagt, ich als Konservativer sehe das alles anders und halte das, was ihr hier vortragt, schlicht und ergreifend für falsch. So, das waren die persönlichen Reminiszenzen, das wollte ich jetzt noch loswerden. Und damit zu dem Buch. Das Buch ist
tatsächlich eben eines, das verschiedene Elemente miteinander verknüpft. Es geht nicht einfach darum, die Geschichte von 68 nachzuerzählen. Das ist oft genug getan worden, auch wenn ich persönlich der Auffassung bin, dass es keine Historiografie gibt über 68. Es gibt ein paar ziemlich gute Bücher über 68, vor allen Dingen von Renegaten, also solchen Männern, die später es besser begriffen hatten. Besonders hervorzuheben sind sicherlich die Arbeiten von Gerd Köhnen. Aber auch zum Beispiel das Buch von Götz Ali, den ich ansonsten nicht so besonders schätze. Aber ich muss sagen, dieses Buch Unser Kampf, das er geschrieben hat, das hat mir imponiert. Also die Ehrlichkeit, mit der er da zur Sache geht, ist wirklich ganz erstaunlich. Und unverzichtbar ist natürlich auch Wolfgang Kraushaar. Aber es bleibt unter dem Strich so, eine wirkliche Aufarbeitung der Zusammenhänge und dann vor allen Dingen der Fortwirkungen ist meiner Meinung nach bis heute nicht geschehen. Das hat verschiedene Ursachen. Die wesentlichste ist wohl, dass diejenigen, die kulturell das Sagen haben in diesem Land und nicht nur in diesem Land, schlicht und ergreifend gar kein Interesse daran haben, dass man sich mit diesen ganzen Zusammenhängen einmal wirklich analytisch beschäftigt. Denn man ist ja allgemein der Überzeugung, dass 68 eine Großtat war und vielleicht nicht in allen Aspekten und in jeder Hinsicht das, was man sich so vorgestellt hatte, aber doch der entscheidende Einschnitt in der Geschichte der Nachkriegszeit, also weg von dem bösen, renazifizierten und restaurierten Adenauer-Erhard-Kiesinger-Jahren und hin zu einer offenen Zivilgesellschaft, die schön bunt und so ist, wie wir sie heute haben. Wenn sich die Kanzlerin zum Feminismus bekennt und der Bundespräsident von der unfassbaren Schuld spricht, die wir Deutschen auf uns geladen haben. Wenn wir 1945 von den Amerikanern befreit wurden, aber die Yankees seither nur imperialistische Kriege führen. Wenn Artikel 1 Grundgesetz als Monstranz der Zivilreligion dient und Gleichheit als unumstößlicher Glaubenssatz. Wenn man die Kaserne nach dem letzten Wehrmachtsstahlhelm durchsucht und das Eiserne Kreuz in Regenbogenfarben leuchtet. Wenn Habermas als bedeutendster Philosoph der Gegenwart gilt und Enzensberger als bedeutendster Dichter. Wenn der Zusammenhang zwischen höherer Bildung und nationalem Selbsthass evident ist. Wenn der Kommunismus an sich eine gute Idee war und die Errungenschaften der DDR immer noch verteidigt werden. Wenn im bürgerlichen Leitorgan FAZ Rassismus beim Zweifel am dauerhaft friedlichen Zusammenleben verschiedener Ethnien beginnt und der Zentralrat der Muslime definiert, was deutsche Leitkultur ist. Wenn der Großkonzern findet, dass seine Mitarbeiter nicht bunt genug sind und man die Menschen, die schon länger hier leben, ungestraft als Köterrasse beschimpft. Wenn evangelische wie katholische Geistliche Seit an Seit mit Kommunisten, Grünen, Sozialdemokraten und schwarzvermummten Gewalttätern gegen den AfD-Parteitag demonstrieren, Motto, unser Kreuz hat keine Haken und sich die junge Union neben der Antifa einreiht. Wenn das, was Linke tun und das, was Rechte tun, grundsätzlich mit zweierlei Maß gemessen wird und Rechte eigentlich immer Nazis sind. Wenn der Staatsfunk keinen konservativen Redakteur duldet und über Meldung oder Nichtmeldung das Maß volkspädagogischer Nützlichkeit entscheidet. Wenn die Fernsehzeitschrift des Springer-Konzerns heute das Programm lobt, weil es gesellschaftskritisch und entlarvend arbeitet, das traditionelle Rollenverständnis und die kleinbürgerliche Idylle der Spießer in Frage stellt und die Fäkalsprache auch im Schlager Einzug hält. Wenn es an deutschen Universitäten fast doppelt so viele Gender-Lehrstühle wie Lehrstühle für alte Sprachen gibt und ein Max-Planck-Institut die Lebenswelt von Adoleszenten mittels Pornosammlung ergründet. Wenn der Vorstand die Krawatte ablegt und das Zwangsduzen kommandiert. Wenn der Abiturient in T-Shirt, kurzen Hosen, Turnschuhen erscheint und sich der Studienrat optisch kaum unterscheidet. Wenn die Prüfungsaufgabe die Antwort enthält und der Unterricht Tipps zum Masturbieren liefert. Wenn der Lehrplan endlich von jedem Inhalt entrümpelt ist und die Bestnote boomt. Wenn die Menge der verabreichten Psychopharmaka von Jahr zu Jahr steigt und schon der Knirps weiß, wann er frustriert ist. Wenn Angstfreiheit als Fetisch des Erziehungswesens aufgestellt wurde. Und das gleich neben Gewaltlosigkeit und positiver Verstärkung. Wenn nie zuvor so große Harmonie zwischen den Wertvorstellungen von Kindern und Eltern bestand und aufs Maulen automatische Wunscherfüllung folgt, dann hat das alles mit 68 zu tun. Das ist die Einleitung meines Buches. Ansonsten werde ich Sie nicht weiter mit einer Lesung behelligen. Ich persönlich muss sagen, ich finde das immer furchtbar langweilig, wenn einem dann aus einem Buch, das man vielleicht dann als nächstes selbst lesen möchte, da stundenlang irgendwas vorgelesen wird. Sondern ich werde Ihnen versuchen, das, was ich in dem Buch darlege, knapp zu umreißen und darzulegen, was eigentlich meine Kernthesen sind.
Erstens und meiner Meinung nach einer der am häufigsten übersehenen Sachverhalte. Es ist vollkommen klar, dass 68 in der Form, wie wir es erlebt haben, niemals denkbar gewesen wäre ohne den beherrschenden Einfluss der USA in der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg. Den beherrschenden Einfluss übrigens nicht nur im Hinblick auf den Westen, aber da ganz besonders, sondern eigentlich tatsächlich im globalen Maßstab. Das war ein vollkommen neuer Sachverhalt, dass tatsächlich von einem Land und seinen kulturellen Konzepten ausgehend der Rest dieses Erdballs mehr oder weniger stark geprägt wurde. Das betraf natürlich in erster Linie den American Way of Life, das heißt also Straßenkreuzer und Kühlschrank, Reader's Digest lesen und die tiefgefrorene Torte, Fast Food und all das, was eben ansonsten dazu gehörte, die Popmusik, die Popkultur, alles, was daran hing. Das breitete sich seit den 40er Jahren in einem immensen Tempo aus und wirkte kulturell prägend eben auch in den entlegensten Regionen und selbstverständlich eben auch in dem Teil Deutschlands, der für solche Einflüsse offen war, also dem Westlichen. Es ist ohne Zweifel so, dass es wahrscheinlich kaum eine Phase der amerikanischen Geschichte gegeben hat, in der die Masse der amerikanischen Bürger mit dem Erreichten und mit dem politischen System, in dem sie lebten, so zufrieden war wie in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Die Bejahung des American Way of Life war tatsächlich eine allgemeine und hat ohne Zweifel eine ganze Generation auf das Nachhaltigste geprägt. Es ist allerdings auch unbestreitbar, dass es selbstverständlich Opponenten gab, also ewig Unzufriedene, solche, denen die ganze Richtung nicht passte und die aus verschiedensten Motiven heraus gegen das opponierten, was die Eltern für richtig erklärten, was von Staats wegen propagiert wurde und was über den längsten Zeitraum tatsächlich die Basis des amerikanischen Selbstbewusstseins gebildet hatte. Diese Gruppierungen, die ersten dürften die Beatniks gewesen sein, stiegen aus, verweigerten die Unterwerfung unter die Prinzipien des Kapitalismus, der Konsumgesellschaft und des amerikanischen Sendungsbewusstseins. Sie erklärten sich selbst zu einer verlorenen, zu einer geschlagenen, deswegen Beatniks, zu einer geschlagenen Generation. Und in ihren Reihen tauchen Lebensmotive auf, die dann in der Zukunft eine große Rolle spielen werden. In den 50er Jahren hätte kaum jemand gedacht, dass das, was ein Jack Kerouac nicht bloß schrieb, sondern was er eben auch praktizierte, tatsächlich einmal massenhaft, vielleicht nicht im Extrem, aber doch eben in den Grundzügen nachgeahmt werden würde. Dieser ganze Bereich einer Subkultur, einer Alternativkultur, entwickelte sich in den 50er Jahren, aber man muss eben betonen, dass es sich tatsächlich um ein Randphänomen gehandelt hat. Indes tauchen in ihm eben Konzepte auf, die in den 60er Jahren im Bereich der sogenannten Hippie-Kultur plötzlich breitenwirksam werden. Zu diesem alternativen oder subkulturellen Bereich gehörte die Verweigerung der bürgerlichen Normen bis hin zum Zähneputzen, das Experimentieren mit Drogen, die Hinwendung zum Okkultismus und all dem, was man das verlorene Wissen nannte, also vom Orakel über asiatische Religionsformen, Meditationspraktiken, aber vor allen Dingen auch der Drogenkonsum. Die Überzeugung, dass unsere reguläre Wahrnehmung der Wirklichkeit nicht die richtige sei, sondern dass man diese Wahrnehmung steigern müsse und dass man auf einen Trip gehen müsse oder hip sein, eingeweiht, dabei tatsächlich zu denjenigen gehören, die wissen, was die wahren Möglichkeiten des menschlichen Bewusstseins sind. Die Beatniks haben sich selbst im Grunde genommen zwar auch als Dropouts, aber in erster Linie als eine Art Elite, als eine Art Gegenelite betrachtet und existierten in einer Art und Weise, die es, abgesehen vielleicht von ein paar neugierigen Bürgerskindern, der ganz großen Mehrheit der nachwachsenden Generation in den USA praktisch unmöglich machte, an dem zu partizipieren, was diese Gruppierungen für richtig erachteten. Das ändert sich in den 60er Jahren und das hat mit einer Verschiebung im gesellschaftlichen Klima der USA zu tun, die in den 50er Jahren kaum absehbar war. Die Gründe dafür waren in erster Linie das Auftreten der Bürgerrechtsbewegung, insonderheit der Bewegung, die eben eine Emanzipation und eine bürgerliche Gleichberechtigung der schwarzen Amerikaner forderte. Das zweite Motiv war das Auftreten einer Gruppe linker Intellektueller, die sich als sogenannte New Left betrachtete, also als eine neue Linke. Der Anspruch, den man erhob, war,
mit den Fehlern und Traditionen der alten Linken zu brechen. Das heißt also sowohl mit den Vorstellungen der klassischen Sozialdemokratie wie mit den Vorstellungen des Kommunismus östlicher Prägung und eine neue, libertäre, letztlich auf Emanzipation des Individuums und freie Vergesellschaftung ausgerichtete Form des Sozialismus abzuzielen. Diese New Left war im Wesentlichen ein papierendes Phänomen, das heißt, es gab kaum Organisationen mit einer Ausnahme. Diese Ausnahme war der SDS. Und jetzt wird der eine oder andere von Ihnen, der sich ein bisschen mit 68 auskennt, irritiert sein und sich fragen, wie der SDS in den USA. Ja, das Kürzel ist dasselbe, aber die Abkürzung bedeutet etwas anderes. Students for a Democratic Society, also Studenten für eine demokratische Gesellschaft. Dieser SDS war, wie gesagt, eine studentische Organisation, besonders stark verankert in den Universitäten Kaliforniens. Berkeley wird zu einem Zentrum des SDS. Und dieser amerikanische SDS übernimmt die Praktiken der Bürgerrechtler, also Go-in, Sit-in, Protest, Boykott, alle möglichen Formen der Agitation und zielt dabei aber über das hinaus, was die Bürgerrechtler verlangen. Die Bürgerrechtsbewegung ist tatsächlich über weite Strecken bis zum Anfang der 60er Jahre eine bürgerliche Bewegung. Sie will eben die Gleichstellung der Farbigen erreichen. Aber die New Left und der SDS hat Vorstellungen, die deutlich darüber hinausgehen. Es gibt in der ersten Hälfte der 60er Jahre am Rande des SDS die ersten Überlegungen, woher man eigentlich eine Bewegung nehmen könnte und ein Thema nehmen könnte, das geeignet wäre, um nicht nur die eigene Klientel zu erreichen, sondern tatsächlich die gesamte Gesellschaft zu verändern. Dieses Thema taucht unvermutet auf in Gestalt des Vietnamkrieges. Der Vietnamkrieg wird von der älteren Generation und der Masse der Amerikaner aufgefasst als ein Teil des Ost-West-Konfliktes. Das heißt, man ist selbstverständlich der Überzeugung, dass die eigenen Boys da drüben in Südostasien das Richtige tun, weil sie gegen die Kommunisten kämpfen. Aber aus der Perspektive der neuen Linken stellt sich das anders dar. Aus ihrer Perspektive handelt es sich in Vietnam um einen Krieg zwischen einer imperialistischen Macht der Reichen, das sind die USA, und einer sozialistischen Alternative der Linken, der Armen. Und das ist das vietnamesische Volk, beziehungsweise der Vietcong. Es findet eine in dieser Form in der Geschichte des Westens einmalige Entsolidarisierung statt. Und diese Entsolidarisierung führt letztlich dahin, dass die Neue Linke und in Sonderheit der SDS eine Agitation gegen den Vietnamkrieg entfesselt, die ihren Ausgangspunkt bei dem Versuch hat, die Rekrutierung vor allen Dingen eben auch von Hochschulabsolventen beziehungsweise von Studenten für die amerikanische Armee zu verhindern. In einem zweiten Schritt gegen die Methoden der amerikanischen Kriegführung, die jeder abends per Fernsehen in sein Wohnzimmer transportiert kriegt, dagegen vorzugehen. Und drittens und letztens den Vietnamkrieg als Ausgangsbasis für eine revolutionäre Umwälzung, im Grunde im weltweiten Maßstab zu betrachten und den Krieg aus Südostasien nach Hause zu tragen. Die Friedensbewegung beginnt mit dem Slogan Bring our boys home, also bringt unsere Jungs nach Hause. Und sie endet mit Bring the war home, bringt den Krieg hierher. Der SDS ist eine studentische Organisation. Das alles muss man immer bei dem, was man mit 68 verbindet, im Blick behalten. Es handelt sich um außergewöhnlich junge Menschen. Diese außergewöhnlich jungen Menschen haben oft keinen rechten Überblick über das, was sie da eigentlich anstoßen. Und im Fall der amerikanischen Neuen Linken führt das eben tatsächlich dazu, dass bereits nach dem Scheitern der letzten großen Protestmärsche, bei denen immerhin bis zu 100.000 Teilnehmern auf das Pentagon und nach Washington marschiert sind, dass nach dem Scheitern des Versuchs auf die Art und Weise, die amerikanische Politik in Vietnam zu beenden, sich ein Kater breit macht in den eigenen Reihen und die Frage immer lauter wird, was man denn jetzt eigentlich tun könne. Es bilden sich zwei Fraktionen, ein Prozess, der sich in der Bundesrepublik und eigentlich in allen westlichen Ländern später wiederholen wird. Die einen sagen, auf dem bisher eingeschlagenen Weg kommen wir nicht zum Ziel, uns bleibt gar nichts anderes übrig, als tatsächlich zu sagen, man muss irgendwie innerhalb der bestehenden Verhältnisse versuchen, die Dinge zu verändern.
Robert Kennedy ist unser Mann. Wir treten in die Demokratische Partei ein und versuchen eben von innen her eine Veränderung zu bewirken. Aber es gibt auch eine radikale Minderheit, die sagt, das ist Verrat an den ursprünglichen Zielen. Wer immer noch an dem festhält, was wir ursprünglich für wichtig gehalten haben, kann keinen anderen Weg wählen als den Weg in den Untergrund. Es gibt auch in den USA eine, wenn auch nicht mit den italienischen, französischen oder deutschen Verhältnissen vergleichbare terroristische Bewegung in Gestalt der Weathermen, die tatsächlich versuchen, im Untergrund eine Rote Armee aufzubauen, das allerdings so dilettantisch anfangen, dass das alles bereits im Keim vom FBI erstickt wird. Etwas weniger harmlos wirkt demgegenüber eine mittlerweile radikalisierte Fraktion der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, die Black Panther, also die schwarzen Panther. Die drapieren sich nicht nur öffentlich wie die IRA, sondern sie fordern im Grunde genommen, einen Rassenkrieg zu führen, dessen Ziel die Errichtung eines schwarzen kommunistischen Staates auf dem ehemaligen Territorium der dann untergegangenen Vereinigten Staaten sein sollte. Die Bildsprache, die Slogans, die in der äußersten Linken der USA am Ende der 60er Jahre verbreitet werden, stammen fast alle aus diesem Repertoire der Black Panther Party. Was hat das nun alles mit der Situation in der Bundesrepublik zu tun? Es gibt ja den bekannten Slogan, wenn Amerika zu niesen anfängt, bekommt Europa einen Schnupfen. Und es ist tatsächlich so, dass man feststellen muss, dass mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung die Bewegungen, die in den Vereinigten Staaten Platz gegriffen haben in der Nachkriegszeit, auch auf der anderen Seite des Atlantiks Platz greifen. Das hat natürlich damit zu tun, dass die Bundesrepublik, sie nicht allein, aber sie in besonderem Maße einem Prozess der Amerikanisierung unterzogen wurde. Das war über weite Strecken ein freiwilliger Akt. Es gab zwar auch erhebliche Vorbehalte, vor allen Dingen in den bürgerlichen Kreisen gegen diesen Amerikanisierungsprozess, aber vor allen Dingen in der jungen Generation war Amerika tatsächlich das Modell für eine moderne Existenzform, für eine Ablösung von all dem, was bis dahin in Deutschland Geltung gehabt hatte und was man eben als muffig, spießig und im Grunde genommen überlebt betrachtete. Diese Amerikanisierung ist eben eine gewesen, die wirklich bis in die letzten Winkel des Alltagslebens vordrang. Man kopierte das, was die amerikanische Konsumgesellschaft anbot. Reader's Digest gab es eben auch in einer deutschen Version. Aber vor allen Dingen hat man eben angefangen und hat seine eigenen Lebensentwürfe an amerikanischen Vorbildern und Konzepten ausgerichtet. Die Bedeutung der amerikanischen Popkultur, vor allen Dingen der Popmusik, für die Vermittlung eines anderen Lebensgefühls als das, was traditionell in der Bundesrepublik oder überhaupt in Deutschland üblich war, spielt dabei natürlich eine Rolle. Dieser Prozess der Amerikanisierung als eines kulturellen Phänomens hat natürlich auch zu tun gehabt mit der sogenannten Re-Education. Es ist hinreichend nachgewiesen, dass die eigentlichen Zentren der 68er eben nicht die traditionellen ordinarien Universitäten waren, sondern es waren diejenigen Universitäten wie beispielsweise Frankfurt oder Berlin, die unter amerikanischem Einfluss reformiert worden waren und im Grunde genommen nach dem Muster von Hochschulen in den USA umgeformt werden sollten. Diese Hochschulen haben außerdem, wie alle anderen in der Bundesrepublik, ein intensives Austauschprogramm gepflegt. Und man kann in einer ganzen Reihe von Fällen nachweisen, dass Köpfe der Neuen Linken, beispielsweise hier an der Freien Universität in Berlin, Eckhard Krippendorf, tatsächlich direkt in den USA Anschauungsunterricht genommen haben. Sie waren beteiligt an Aufmärschen der Bürgerrechtsbewegung. Sie hatten unmittelbaren Kontakt zu den amerikanischen Studenten der New Left. Sie haben gesehen und sich erklären lassen, wie man eigentlich die entsprechenden Protestverfahren durchführt und wie man vor allen Dingen dafür sorgt, dass der Protest eine breitere Öffentlichkeit erreicht. Der Sachverhalt ist übrigens in den 60er Jahren vielen Zeitgenossen vollkommen klar gewesen. Ich muss sagen, ich war hochgradig erstaunt, dass der Sozialdemokrat Horst Ehmke
Erklärung für die Studentenrevolte geschrieben hat. Das liege eben daran, dass die jungen Leute ein völlig verblasenes Verständnis von Demokratie und von dem, wie eigentlich eine freiheitliche Gesellschaft funktioniere, hätten. Und das sei bedauerlicherweise dem großen amerikanischen Verbündeten zu verdanken, der nämlich entsprechendes via Gemeinschaftskundeunterricht und Politologiestudium und eben diese Austauschprogramme in die Köpfe der Leute gesetzt habe und sich jetzt darüber wundere, dass das also solche merkwürdigen Reaktionen auslöse. Diese Amerikanisierung ist, wie gesagt, meiner Meinung nach einer, wenn nicht der entscheidende Faktor, um die ganze Bewegung anzustoßen, aber das ist es natürlich nicht alleine. Es gab spezifische Bedingungen in der Bundesrepublik, auch die muss man im Blick behalten. Wir hatten zuerst keine neue, aber wir hatten immerhin schon mal eine heimatlose Linke. Das war ein ziemlich buntes Sammelsurium von Leuten, die sich gegen Atomkraft bzw. gegen Atomwaffen engagierten, die in irgendeiner Art und Weise die politische Ordnung kritisierten, weil sie nicht demokratisch genug sei, die eine verstärkte Vergangenheitsbewältigung verlangten und der Meinung waren, jeder, der in der NS-Zeit auch nur Parteigenosse gewesen sei, dürfe kein weiteres öffentliches Amt bekleiden. Die personelle Basis für diese heimatlose Linke bildeten, abgesehen von einigen mehr oder weniger missgeleiteten Idealisten, Kommunisten. In der Bundesrepublik war die KPD verboten. Das heißt, wenn man Kommunist war, musste man sich in irgendeiner Art und Weise ein anderes Betätigungsfeld suchen. Es gab eine relativ starke illegale KPD und es gab permanent einen erheblichen Geldfluss von Ost nach West, um die betreffenden Gruppierungen zu unterstützen. Es ist ziemlich klar, dass praktisch keine Organisation in diesem Bereich ohne Geld aus dem Osten ausgekommen wäre. Was nicht bedeutet, dass die Betreffenden einfach alle ferngesteuert waren, aber es ist eben auch vollkommen klar, dass die Einflussnahme des Ostens auf diese sogenannte heimatlose Linke eine große Rolle spielte. Die heimatlose Linke war vor allen Dingen eine Veranstaltung von Intellektuellen für Intellektuelle. Sie hatte einen nicht unerheblichen Einfluss unter den nachwachsenden Akademikern. Sie hatte Ankerpunkte an den Universitäten, Beispiel Wolfgang Abendroth, der einflussreiche Marburger Politologe, hat ohne Zweifel für eine ganze Generation von Politologiestudenten eine eminente Bedeutung gehabt. Dasselbe gilt für die Soziologie. In all diesen Bereichen hatte man Anknüpfungspunkte. Und man hatte selbstverständlich eben ganz im Rückhalt diejenigen, die man mehr oder weniger als die geistigen Väter betrachtete für eine solche Bewegung. Und das war die sogenannte Frankfurter Schule. Es ist allerdings so, dass man sich den Zusammenhang nicht zu platt vorstellen darf. Denn Horkheimer wie Adorno waren ja unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg in die Bundesrepublik bzw. damals noch in die westliche Besatzungszone zurückgekehrt. Und hatten für zwei Dinge Sorge getragen. Erstens für einen engen Kontakt mit der Bundesregierung. Und die war ja über den längsten Zeitraum bis in die Mitte der 60er Jahre CDU geführt. Und zum Zweiten strikt vergessen zu machen, was man in der Vergangenheit einmal alles so geschrieben hatte. Das war zwar so als Geheimbotschaft bekannt unter interessierten Intellektuellen, aber das Material stand nicht zur Verfügung, es sei denn, man fand es, und es war schwer zu finden, in irgendeiner Bibliothek. Das heißt, alle Vorkriegsschriften, die Adorno und Horkheimer verfasst hatten, in denen also diese berühmte Verschmelzung von Psychoanalyse und Marxismus die ausschlaggebende Bedeutung hatte, war gar nicht zugänglich. Wenn man sie zugänglich machen wollte, musste man sie von Hand abschreiben, per Matrize vervielfältigen oder aber eben als Raubdruck in Umlauf bringen. Diese Frankfurter Schule, wie gesagt, darf man in ihrer unmittelbaren Wirkung nicht überschätzen. Aber es gab, wie gesagt, durchaus eine indirekte. Diese indirekte fand vor allen Dingen statt in Kreisen, die dann nach amerikanischem Vorbild ihrerseits versucht haben, eine neue Linke zu formieren. Die neue Linke der Bundesrepublik ist im Grunde mit demselben Ansatz angetreten wie in den USA. Eine Neuformation jenseits von SPD und KPD. Kern des Ganzen war der deutsche SDS, also der Sozialistische Deutsche Studentenbund, ursprünglich die Studentenorganisation der SPD. Aber nachdem die SPD sich in ihrem Godesberger Programm von der Planwirtschaft, dem Marxismus und der Neutralität abgewendet hatte, hat der SDS gesagt, wir gehen nicht mit.
Das führte zu einem fast 2 Jahre andauernden Konflikt, der damit endete, dass schließlich der SDS seinen Status als Parteiorganisation verlor und die SPD einen Unvereinbarkeitsbeschluss gefasst hat. Das heißt, man konnte nicht gleichzeitig in der SPD und im SDS sein. Der SDS ist zu dem Zeitpunkt eine Organisation, die, was ihre aktiven Mitglieder angeht, nur wenige hundert Leute umfasst. Aber die Betreffenden sind sehr umtriebig und sie bilden so etwas wie einen Kristallisationskern für eine neuartige linke Opposition. Diese neuartige linke Opposition liest neben Karl Marx und Lenin und was sonst dazugehört, eben auch Horkheimer und Adorno. Vor allen Dingen liest man aber einen, der nicht nach 1945 zurückgekehrt war, sondern in den USA geblieben und da schon eine große Rolle gespielt hatte, wenn man so will, als Guru der Studentenbewegung in den USA, und das war Herbert Marcuse. Marcuse hat seit dem Anfang der 60er Jahre eine ganze Reihe von Büchern, eigentlich sind das eher Aufsätze gewesen, geschrieben und dann schließlich sein Hauptwerk Der eindimensionale Mensch verfasst. Was in den Schriften von Marcuse sofort auffällt, ist etwas, was auch in den Arbeiten von Horkheimer und Adorno eine große Rolle spielt. Im Grunde genommen ist das überhaupt kein klassischer Marxismus. Und das hat auch alles mit Klassenanalyse etc. Wenig zu tun. Das ist im Kerne Kulturkritik. Das ist eine radikale Kulturkritik am Kapitalismus und am westlichen System im Namen einer entfremdeten Menschheit, die man, wenn man es richtig anstellen würde, zu einem authentischen, nicht entfremdeten Dasein zurückbringen könnte. Es gibt keine Revolution ohne Geschichtsphilosophie und Marcuse hat sie geliefert. Marcuse vertrat die Behauptung, dass die Entwicklung der Technik, also marxistisch gesprochen die Entwicklung der Produktivkräfte, einen Grad erreicht habe, dass es unschwer möglich wäre, bei richtiger Verteilung den Wohlstand, der im Westen erwirtschaftet werde, gerecht, also auf linke Weise gerecht, nämlich gleich, über die ganze Menschheit zu verteilen. Diese Vorstellung, dass man also tatsächlich eine Art historische Schlüsselsituation erlebe und es jetzt darauf ankomme, entsprechend zu agieren, ist etwas, was ganz wesentlich zum Sendungsbewusstsein der Studentenbewegung der 68er beigetragen hat. Und derjenige, der von dieser Idee im höchsten Maße elektrisiert war, war Rudi Dutschke. Für einen Moment müssen Sie alles vergessen, was ich über Heimatlose und Neue Linke gesagt habe, denn Dutschke war nicht typisch. Dutschke war erstens ein Abhauer, das heißt also, er kam aus dem Osten. Die frühe Zeit seiner Biografie ist bis heute nach meinem Dafürhalten ein bisschen undurchsichtig, aber das lassen wir mal auf sich beruhen. Fest steht jedenfalls, er ist nach West-Berlin gekommen, weil er offenbar Schwierigkeiten hatte, einen Studienplatz in der DDR zu kriegen. Möglicherweise wegen des strikten christlichen Engagements seiner Eltern und auch seines eigenen, also er hat nach eigenem Bekunden, Grunde genommen bis zum Beginn seines Studiums, nicht nur sonntäglich den Gottesdienst besucht, sondern hat sich eben auch ausdrücklich als Christ betrachtet. Es war schon ein ziemlich links eingefärbtes Christsein, auch schon in der DDR, aber eben eines, das noch weit entfernt ist von den Überzeugungen, die Dutschke in einem relativ kurzen Zeitraum entwickelt. Dutschke ist kein Theoretiker gewesen. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen schon mal versucht haben, einen Text von ihm zu lesen. Das ist wirklich ein ganz furchtbares Erlebnis. Also es ist nicht nur so, dass man große Schwierigkeiten hat, dahinter zu kommen, was er im Einzelnen meint und immer der Verdacht aufkeimt, er hat es vielleicht selbst nicht so genau gewusst. Nein, es ist also noch viel schlimmer. Er ist eklektisch gewesen in einem Ausmaß, bei dem ihm völlig klar ist, er hat sich überall das geborgt, was er brauchte und hat es so zusammengesetzt, dass es in seine Agitation passte. Denn Agitation, das ist das, was Dutschke wollte. Dutschke hat mal in einem seiner frühen Aufsätze geschrieben, er betrachte im Grunde genommen solche Organisationen wie den SDS als Folge einer revolutionären Base, die man also jetzt seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges habe ertragen müsse. Aber er rechne natürlich darauf, dass es demnächst zu einer US komme, das heißt also einem neuen Höchststand der revolutionären Impulse. Nun muss man sich natürlich fragen, wie kommt jemand, der aus der DDR in den Westen flieht, Anfang der 60er Jahre darauf, jetzt hier im Westen freiwillig zu lesen, was er gezwungenermaßen in der DDR nicht wollte, nämlich Marx und Lenin, dann zu erkennen, dass die Betreffenden eigentlich recht hatten,
dann zu erkennen, dass es ein Riesenproblem gibt, weil nämlich dieses Proletariat so versumpft und korrupt ist, dass es partout keine Revolution machen will. Und sich aber nicht damit zu bescheiden und dann zu sagen, ich werde vielleicht ein braver Sozialdemokrat. Nein, sondern die Frage zu stellen, wo kriege ich jetzt ein anderes revolutionäres Subjekt her? Naja, da hatte Marcuse einiges in petto, der konnte was anbieten. Denn in den USA hatte er bereits gegenüber den Studenten gesagt, es ist klar, also ihr braucht nicht darauf zu rechnen, dass jetzt hier etwa die Arbeiterschaft übermorgen mit roten Fahnen auf den Barrikaden steht und den Klassenkampf wieder entdeckt. Das wird nicht passieren. Wir können eigentlich nur auf drei Gruppierungen setzen. Die ersten, das sind die Dropouts. Das sind vor allen Dingen die Hippies. Das sind all diejenigen, die zu den alternativen Jugendkulturen gehören und sich verweigern. Die zweite Gruppe, das sind all diejenigen, die in irgendeiner Art und Weise an den Rand gedrängt werden. Alle diejenigen, die so mein Lebensalter haben und noch jünger sind, kennen ja diesen Kult um die Randgruppe, um die Minderheit. Auch das verdanken wir tatsächlich den 60ern. Denn dahinter steckt die Idee, dass diese Randgruppen eben ohne Zweifel eine Art natürliche Opposition gegen das bestehende System bilden. Und die dritte und wichtigste Gruppe, das sind die Völker der, wie man jetzt zu sagen anfängt, Dritten Welt. Denn diese ganze Dritte Welt, das ist vollkommen klar, ist von einer gigantischen Unruhe erfasst. Der Prozess der Entkolonialisierung ist im vollen Gang. Und er vollzieht sich eben in einer Art und Weise, wie es das Herz jedes Linken höher schlagen lassen muss. Die sind echte Revolutionäre. Die machen gar keinen Hehl daraus, dass man mit Waffengewalt gegen seine Ausbeuter und Unterdrücker vorgehen muss. Und selbstverständlich gibt es da nicht nur Vietnam, sondern es gibt vor allen Dingen eben auch Kuba, das leuchtende Beispiel für die revolutionäre Umgestaltung eines Themas und den neuen Messias, den neuen Jesus Che Guevara. Noch eindrucksvoller, nachdem er dann tot war, aber auch schon als er lebte, ja, stellt er so etwas wie eine wesentliche Bezugsfigur und ein Vorbild dar, der sozusagen die Vorstellung entwickelt hat, die man jetzt hier vor Ort in einer entwickelten Industriegesellschaft braucht. Das ist die sogenannte Fokustheorie, die sich Dutschke aneignet. Diese Fokustheorie besagt, man muss überall kleine revolutionäre Keimzellen bilden. Keine Klassenorganisation, keine Partei, das ist alles Unsinn. Sondern was man braucht, das sind sozusagen Herde, in denen das Feuer der revolutionären Ungeduld brennt. Und dieses Feuer muss man nähren und dann wird es eines Tages soweit sein, dann wird die Revolution auch tatsächlich zum Ausbruch kommen. Mit diesen Ideen stand Dutschke selbst innerhalb der Neuen Linken am äußersten linken Rand. Und wenn man sich fragt, wie konnte er zu so einer zentralen Figur werden, dann muss man Folgendes mit einbeziehen. Erstens, er kam eben nicht aus dem SDS selbst, sondern er kam aus der sogenannten subversiven Aktion. Diese subversive Aktion war ein relativ kleiner Kreis von Aktivisten, der immer zwischen Skandal machen und die bürgerliche Öffentlichkeit in Aufruhr versetzen, indem man auf dem Katholikentag beispielsweise Flugblätter verteilt, in denen nicht nur die Jungfräulichkeit Mariens angezweifelt wird, sondern auch andere Ungeheuerlichkeiten stehen. Also schlicht und ergreifend eben die Leute aufstören. Und zum Zweiten der Vorstellung, dass man selbst eine Art Avantgarde sei, die durch diese Störmaßnahmen einen Prozess in Gang setzen könne, der tatsächlich zu einem vollständigen Umschlag führen werde, der historisch eine ganz und gar neue Situation erzeuge. Ich habe im Schlussteil meines Buches, das, soweit ich es sehen kann, regelmäßig ignorierte eschatologische Programm, Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen, das eschatologische Programm der Subversiven einmal auseinandergefaltet. Und wenn man das liest, muss man sagen, ja, das ist atemberaubend, denn da wird die Sache wirklich auf den Kern gebracht. Das Ziel ist es, den Menschen in das Paradies zurückzuführen. Das ist jetzt keine Paraphrase, sondern das steht da tatsächlich so. Also die Aufhebung der Sündhaftigkeit des Menschen, das Ende dieses irdischen Jammertals durch Menschenmacht und Menschenkraft und die Errichtung des Gottesreiches, natürlich ohne Gott, aber die Errichtung des Gottesreiches mittels derjenigen, die berufen sind. Und Dutschke, wenn man etwas sagen kann, dann wohl, dass er überzeugt war, berufen zu sein. Das erklärt auch das Feuer, mit dem er dann, als er mit seinem Freund Rabeel in den SDS eingetreten ist, hier in Berlin, angefangen hat, also diesen SDS aufzumischen. Er hat sich grundsätzlich an keine Vereinbarung gehalten,
Er hat grundsätzlich die Dinge so gemacht, wie er es für richtig hielt. Und er hat grundsätzlich den Krawattenmarxisten, also all denjenigen, die am liebsten Theorien studierten, aber sich ansonsten also nicht betätigen wollten, unmissverständlich klar gemacht, dass ihn das, was sie da trieben, also irgendeine Marx-Exegese, das sei für ihn völlig ohne Belang. Er wolle, dass es jetzt losgehe. Und die Frage, die er stelle, sei, wo muss man ansetzen, damit es losgeht? Er ist mit den ersten Versuchen, die er unternommen hat, vor allen Dingen das amerikanische Konzept der Agitation gegen den Vietnamkrieg, fast regelmäßig gescheitert. Also nicht nur, weil die Polizei entsprechende Maßnahmen ergriff, die waren auch ganz ungebrochen in ihrer Überzeugung, dass sie hier den Staat zu verteidigen habe und das nicht zuletzt mit Hilfe eines Gummiknüppels. Nein, nein, es hängt auch einfach damit zusammen, dass es innerhalb der Studentenschaft für all das fast keine Anhängerschaft gab. Das verschiebt sich allerdings Mitte der 60er Jahre. Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass damals die Öffentlichkeit sehr erregt diskutiert über die sogenannten Notstandsgesetze, die die Bundesregierung verabschiedet sehen möchte. Und diese Notstandsgesetze, polemisch NS-Gesetze, die werden keineswegs nur von der Linken, sondern beispielsweise eben auch von der FDP als eine Art erster Schritt in ein autoritäres System oder schlimmstenfalls die Vorbereitung einer Militärdiktatur unter Franz Josef Strauß umgedeutet. Und diese Erregung führt dazu, dass sich doch eine größere Zahl von Studenten ansprechbar zeigt für die Art von Agitation, die der SDS, aber in Sonderheit die Gruppe um Dutschke, entfaltet. Das Thema Dritte Welt wird wichtig. Der SDS führt ein Vietnam-Semester durch, bei dem es jetzt nicht mehr bloß darum geht, Arbeitsgruppe zu bilden und lange Texte zu lesen, sondern da geht es zum ersten Mal auch um die Frage, was kann man praktisch tun? Und zwar jenseits von Geld sammeln, um irgendwo ein Lazarett zu unterstützen. Praktisch tun geht schon in Richtung auf, was kann man eigentlich tun, um den Vietcong, also die kommunistische Partisanenbewegung, zu unterstützen. Bei alledem wird Dutschke durch Marcuse unterstützt. Marcuse kommt zweimal extra nach Berlin, um hier zu sprechen. Er wird von den Studenten mit großer Begeisterung empfangen. Und auch da kann man merken, atmosphärisch verschiebt sich etwas in der Bundesrepublik. Diese Verschiebung ist eine, die dann in der ersten Jahreshälfte 1967 dazu führt, dass ein Thema in der Westberliner Studentenschaft aufgebracht wird, von dem Dutschke anfangs nicht begeistert ist. Er möchte, dass der eigentliche Brennpunkt Vietnam bleibt. Aber es gibt innerhalb des SDS Leute, die sagen, das mag wohl sein, aber im Juni ist ein Staatsbesuch des Schahs angesagt. Die sozialdemokratische Stadtregierung von Berlin ist begeistert. Aufwertung von Berlin durch Besuch eines fremden Staatsoberhauptes. Und in den Kreisen des SDS und seinem Umfeld, dazu gehören auch die iranischen kommunistischen Studenten, sagt man, wir müssen jetzt das Thema Persien stark machen und wir müssen gegen den Schah agitieren. Diese Agitation beginnt im Frühjahr 1967 und nimmt ungeheures Tempo auf, dadurch, dass ein Freund von Dutschke, Barman Niromand, ein Buch schreibt, das bei Rororo in der neuen Reihe Rororo aktuell über Persien veröffentlicht wird. Diese Reihe, auf unglaublich schlechtes Papier gedruckt, die Exemplare, die in meiner Bibliothek stehen, jedes Mal, wenn ich hingucke, freue ich mich, dass sie überhaupt noch da sind. Man hat das Gefühl, sie zerbröseln einem unter den Augen. Also diese Reihe Rororo aktuell hat eine sehr, sehr große Bedeutung gehabt. Und die Tatsache, dass der Spiegel das Thema aufnimmt und eine der einflussreichsten linken Journalistinnen, Ulrike Meinhof, das trägt dazu bei, dass die Stimmung in West-Berlin im Vorfeld des Schahbesuches auf den Siedepunkt zu geraten anfängt. Und es kommt jetzt nicht zu kleineren, sondern es kommt eben wirklich zu größeren Demonstrationen, zu gewalttätigen Auseinandersetzungen und am Abend des 2. Juni 1967 zur Tötung des Studenten Benno Ohne Sorg durch die Kugel eines Polizisten. Was das angeht, wäre vieles zu sagen, das erspare ich mir. Entscheidend ist meiner Meinung nach die Wirkung. Die Wirkung ist eben tatsächlich eine Erweckung. Es ist regelmäßig so, dass diejenigen, die darüber berichtet haben damals, mit religiösen Begriffen darüber sprechen, wie praktisch von einem Moment auf den anderen alles anders ist. Vollkommen klar ist, dass die ganze Argumentation der äußersten Linken, dieser Staat ist im Grunde genommen ein Polizeistaat, das ist ein faschistisches System oder halbfaschistisches System, in dem werden Oppositionelle, auch wenn sie friedlich demonstrieren, umgebracht.
Das gewinnt schlagartig eine ungeheure Plausibilität. Diese ungeheure Plausibilität führt nicht nur dazu, dass massenhaft Leute in den SDS eintreten wollen, die sich bis dahin überhaupt nie dafür interessiert haben. Es führt auch dazu, dass praktisch in jeder größeren Stadt des Bundesgebietes, wenn es eine Universität gab, Demonstrationen stattfanden, Trauermärsche stattfanden und das Spektrum eigentlich alle umfasste. Das heißt also, die Korporationen sind auch mit Chargierten aufmarschiert, das heißt also mit Band und Mütze, und haben sich dem Trauermarsch angeschlossen. Das war eine Entwicklung, mit der so nicht zu rechnen war, auch wenn es durchaus ein paar Zyniker in den Reihen des SDS gab, die gesagt haben, wir haben immer darauf gewartet, dass wir einen Märtyrer bekommen, nun haben wir ihn und jetzt passiert eben genau das, was wir uns davon versprochen haben, eine massenhafte Solidarisierung. Der Universitätsbetrieb an der Freien Universität musste eingestellt werden, das war praktisch überhaupt nicht mehr möglich. Dabei bleibt es auch im Grunde genommen fast für zwei Semester der Versuch, nachdem der amtierende regierende Bürgermeister zurückgetreten ist, seines Nachfolgers an der Universität eine Rede zu halten, geht in einem unglaublichen Geschrei, Getöse, Gebrüll unter. Kein Politiker kann sich mehr in die Universität wagen. Er riskiert jedes Mal, dass es also zu einem gigantischen Eklat kommt. Diese Situation will Dutschke selbstverständlich nutzen. Zu betonen ist, er hat kein offizielles Amt. Er ist nicht etwa der Vorsitzende des SDS. Nein, nein. Er hat ganz bewusst darauf verzichtet, um sich mehr Spielraum zu setzen. Aber er organisiert. Er organisiert nicht zuletzt den großen Vietnam-Kongress. Und dieser Vietnam-Kongress ist eben aus seiner Sicht der entscheidende Einschnitt. Enzensberger hat mit Dutschke, Rabeel und zwei anderen ein großes Gespräch geführt, das im Herbst 1967 in der, ja, im Leitorgan der Neuen Linken im Kursbuch abgedruckt wird. Und in dem haben die Betreffenden und nicht zuletzt Dutschke darüber fantasiert, wie man es hinkriegen könnte, aus West-Berlin eine Art sozialistischen Musterstaat zu machen. Ich will Sie jetzt mit den Spintisierereien im Detail nicht aufhalten, aber entscheidend ist in dem Zusammenhang, der eigentliche Stichwortgeber ist bei alledem Hans-Magnus Enzensberger. Hans-Magnus Enzensberger, also ein Schriftsteller, ein Dichter von ungeheurem Renommee, der sich jetzt hinstellt und öffentlich erklärt, also die Revolution sei in der Bundesrepublik nicht mehr zu vermeiden. Ob es zum Kommunismus komme, wisse er nicht. Aber Revolution, das sei vollkommen klar. Also dieser Staat werde umgestürzt werden und das habe er auch verdient. Denn angesichts also der ganzen politischen Fehler, die sich die politische Klasse der Bundesrepublik geleistet habe, sei das nicht mehr als historische Gerechtigkeit. Er ist nicht der Einzige, der so redet. Das ist tatsächlich ein flächendeckendes Phänomen unter Intellektuellen. Und übrigens auch unter Konservativen und Liberalen gibt es nicht wenige, die ernsthaft befürchten, dass es zu einem Umsturz kommen werde. Also zu einer wirklichen Revolution, bei der die bestehende Staatsordnung komplett beseitigt werden könnte. Diese aus heutiger Sicht wirklich bizarre Naherwartung beginnt aber schon im Frühjahr 1968 nachzulassen. Im Frühjahr 1968 verstört Dutschke seine nächste Umgebung mit der Äußerung, er überlege, in die USA zu gehen und dort eine Dissertation zu schreiben. Er, der sich bis dahin immer, wenn man ihn als Berufsrevolutionär bezeichnete, geschmeichelt gab, erklärt jetzt, nein, er habe jetzt geheiratet, das Kind ist unterwegs und er überlege sich, ob es eben nicht besser wäre und so. Das hat auch mit Kritik aus den eigenen Reihen zu tun. Man missgönnt ihm den Starkult, der um ihn getrieben wird. Aber das ist nicht der Kern der Sache, sondern es ist wirklich so, dass man im Frühjahr 1968 nach dem Vietnamkongress sehr deutlich sehen kann, dass Dutschke eigentlich nicht weiter weiß. Es ist heute bekannt, dass er zu dem Zeitpunkt nicht nur mit Gewalt geliebäugelt hat, sondern er hat auch entsprechende praktische Vorbereitungen getroffen. Es ist bekannt, dass Dutschke bereits beim Schahbesuch ganz konkrete Pläne entwickelt hatte und die entsprechende Höllenmaschine gebaut worden war, um einen Sprengstoffanschlag auf die Wagenkolonne des Schahs durchzuführen, mit dem Ziel, den Schah zu töten. Das geht nur aufgrund technischer Inkompetenz schief. Und die technische Inkompetenz hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass ein Versuch von Dutschke unmittelbar nach dem Vietnamkongress zusammen mit einem Freund mindestens einen Sendemasten von AFN in die Luft zu sprengen, ebenfalls scheitert. Der Sprengstoff, den er benutzen will, ist von einem gewissen Herrn Feltrinelli angeliefert worden. Es gibt eine berühmte Szene, in der also
die Babytasche, in der Dutschke Junior herumgetragen wurde am Rande des Vietnamkongresses, unten drunter mit Sprengstoff gefüllt war, den Feltrinelli in seinem Sportwagen transportiert hatte. Denn das sollte man vielleicht sagen, Signore Feltrinelli war einer der reichsten Männer Italiens. Ein Erbe eines riesigen Vermögens, und wer von Ihnen schon mal in Italien ein Buch gekauft hat, dem wird aufgefallen sein, also wenn man eine Buchhandlung findet in einer italienischen Stadt, dann steht da Feltrinelli dran, und das ist auch kein Wunder, sondern das ist derselbe Feltrinelli. Feltrinelli ist die Spinne im Netz des entstehenden westeuropäischen Terrorismus, und es ist eigentlich so, dass Dutschke offenbar keinen guten Grund sah, warum man diesen Schritt jetzt nicht vollziehen sollte. Aber gleichzeitig wusste er natürlich auch, dass Gretchen das nicht so besonders witzig finden würde, seine Ehefrau. Und dass eigentlich eben dieser Spagat zwischen Familienvater auf der einen Seite und Ehemann und Terrorist und jemand, der nach dem Muster der Bolschewiki in den Untergrund geht, auf der anderen Seite, dass dieser Spagat wahrscheinlich eben einfach nicht zu realisieren sein würde. Also Alternative, das Land verlassen, in die USA gehen, mal gucken aus der Distanz, was sich so ergibt. Bessere Einsicht ist das meiner Meinung nach nicht gewesen, sondern schlicht und ergreifend Hilflosigkeit angesichts dessen, was man selbst in Gang gesetzt hat. Wenn ich zynisch wäre, würde ich sagen, die Entscheidung ist ihm letztlich abgenommen worden. Denn in der Karwoche 1968 wird ein Attentat auf ihn verübt. Dutschke wird niedergeschossen. Die ersten Meldungen besagen, er sei getötet worden. Nach einiger Zeit kommt heraus, das stimmt nicht, aber er ist eben aufs Schwerste verletzt. In der Folge brechen in der Bundesrepublik Unruhen aus, die sogenannten Osterunruhen 1968. Diese Osterunruhen sind so dramatisch, dass die Bundesregierung ernsthaft darüber nachdenkt, den Ausnahmezustand zu verhängen. Das heißt also, da werden jetzt nicht nur irgendwelche Institutionen angegriffen, sondern da werden Barrikaden errichtet, da fliegen Molotow-Cocktails und Steine gegen die Polizei und man versucht, das Springer-Gebäude hier in West-Berlin niederzubrennen. Übrigens, einige der Akteurinnen war Iris Berben, die auch heute noch gerne davon schwärmt, wie toll es ist, so einen Molotow-Cocktail zu schmeißen. Ja, also Leute haben unterschiedliche Erinnerungen und ich will die Frau Berben ja gar nicht missgönnen. Also diese Attacke auf das Springer-Hochhaus hängt eben damit zusammen, dass man Springer verantwortlich macht für den Anschlag auf Dutschke, so wie man Springer auch vorher schon verantwortlich gemacht hat für die Tötung von Benno Ohnesorg. Bild schoss mit. Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass eben die Bild-Zeitung, aber allgemein eigentlich alle Blätter der Springer-Presse nicht nur eine große Dominanz auf dem Westberliner Pressemarkt hatten, sondern sie spiegelten eben tatsächlich etwas wider, was auch oft vergessen wird, nämlich, dass tatsächlich die Masse der Bevölkerung diesem ganzen Geschehen mit großem Befremden, großer innerer Distanz gegenüberstand. Bei einer von Springer, der SPD, übrigens unter Einschluss des Bundesministers Willy Brandt, und dem Gewerkschaftsbund und der Stadtregierung von West-Berlin durchgeführten Großdemonstrationen kommen über 100.000 Menschen zusammen, die gegen die Studenten, gegen die sogenannte außerparlamentarische Opposition demonstrieren und unmissverständlich klar machen, dass sie nicht nur auf der Seite des Staates, sondern vor allen Dingen auch auf der Seite der Ordnungskräfte stehen und also das Ganze aus ihrer Sicht völlig inakzeptabel ist, was die Studenten da tun und treiben. Der Anschlag auf Dutschke hat für die Studentenbewegung nachhaltige Folgen. Es gibt im Grunde niemand, der ihn ersetzen kann. Und nachdem die Osterunruhen abgeflaut sind, brechen die Semesterferien aus. Und eine im Wesentlichen von Studenten getragene revolutionäre Bewegung hat eben das Problem, dass der Student als solcher seine Ferien auch gerne als Ferien haben möchte. Und also schlief der gesamte Demonstrations- und Revolutionsbetrieb schlicht und ergreifend ein. So. Aus diesem merkwürdigen Schlaf wacht man einmal kurz auf. Und zwar angesichts der Tatsache, dass im August 1968 der sogenannte Prager Frühling, also dieses reformkommunistische Projekt, das man in der Tschechoslowakei erprobt hatte, von sowjetischen Panzern niedergewalzt wird. Das ist auch ein für die Alt-68er eher unangenehmes Thema, denn wenn man sich die Quellen daraufhin einmal ansieht, also sie selbst möchten natürlich immer betonen, dass sie so etwas immer strikt abgelehnt haben, aber wenn man sich die Quellen einmal ansieht, stellt man fest, so einfach liegt die Situation nicht, sondern das Kernproblem war eben die Tatsache, dass die Sowjetunion als sozialistische Vormacht, die man als solche ausdrücklich anerkannte, jetzt gegen eine andere sozialistische Gesellschaft vorgegangen war. Die Tatsache allerdings, dass die Tschechoslowakei signalisiert hatte, dass sie aus dem Warschauer Pakt austreten wollte, das war auch aus der Sicht der 68er ganz und gar verdammenswert.
Und das entsprechende Flugblatt, das der SDS in Umlauf brachte, endete dann auch mit der Parole hoch die internationale Solidarität, hoch die sozialistische Weltrevolution. Also man soll sich nicht einreden lassen, dass die in irgendeiner Art und Weise kapiert hatten, was da tatsächlich passierte in dem Augenblick, als die Sowjetunion ihre Panzer fahren ließ. Diese Verstörung, die sich da aber schon bemerkbar macht, die wird, als dann das Wintersemester beginnt, mit Händen greifbar. Der SDS ist ohne Dutschke in sich so zerrüttet, dass eigentlich überhaupt nicht mehr erkennbar wird, wie man die Arbeit fortsetzen will, aber vor allen Dingen, was für eine Zielsetzung man überhaupt als nächstes erreichen möchte. Das zweite Problem ist, eine ganze Reihe der Anführer der Studenten sehen sich mittlerweile mit Anklagen konfrontiert, die so schwerwiegend sind, dass sie sich klar machen müssen, wenn es zu den entsprechenden Prozessen kommt, dann werden wir nicht nur als vorbestraft ins Leben gehen, sondern es wird für uns faktisch keinen Rückweg mehr geben. Das wird so schwer lasten, das wird faktisch darauf hinauslaufen, dass wir in vielen akademischen Bereichen unter Berufsverbot stehen. Abgesehen davon ist es aber so, dass vor allen Dingen diejenigen, die bis dahin diesen antiautoritären Zug, den Dutschke in das Ganze hineingebracht hatte, sozusagen diese anarchistische Dosis, die das Ganze ja auch so anziehend und attraktiv machte. In Paris wird ja der Slogan skandiert, es ist verboten zu verbieten. Und das war ja durchaus etwas, was die 68er beschäftigte und umtrieb. Dass das eben aber auch dazu führte, dass es mit der Revolution nichts wurde. Was tun? Antwort: man muss sich doch auf das besinnen, was die Altvorderen gemacht haben. Und welche Altvorderen? Naja, Lenin und Stalin. Und so entsteht im Schoß dieser neuen Linken, die einmal so entschieden antiautoritär war und so entschieden erklärt hatte, dass sie nicht dem kommunistischen Muster folgen wolle, eine Bewegung, die sagt, nein, wir werden jetzt daran gehen und werden eine Kaderorganisation nach bolschewistischem Muster schaffen. Diese Gruppierung steht im Grunde genommen in den Startlöchern, als im November 1968 die Situation sich hier in Berlin noch einmal zuspitzt. Das hat damit zu tun, dass die Angriffe auf das Springer-Hochhaus nicht ohne Folgen geblieben sind. Selbstverständlich hat es Klagen gegeben und zu den Beklagten gehört auch ein gewisser Horst Mahler. Horst Mahler ist bekannt als Mitglied eines sozialistischen Anwaltskollektivs. Er hat viele der Redelsführer verteidigt vor Gericht. Und dieser Horst Mahler, der wird jetzt von Springer verklagt mit dem Hinweis darauf, er sei derjenige, der eigentlich die Verantwortung trage für die Angriffe auf das Springer-Hochhaus. Er wird nicht nur zu einer exorbitanten, oder wird nicht, es wird nicht nur um eine exorbitante Summe geklagt, sondern vor allen Dingen geht es auch darum, dass für den Fall, dass Mahler verurteilt wird, er seinen Beruf nicht mehr wird ausüben können. Mahlers Freunde im SDS rufen daraufhin zu einer Demonstration auf, Protest gegen das Gerichtsverfahren gegen Mahler. Und diese Demonstration endet in der sogenannten Schlacht am Tegeler Weg. Diese Schlacht am Tegeler Weg unterscheidet sich von den bisherigen Auseinandersetzungen und Demonstrationen dadurch, dass unter den Demonstranten nicht nur Schutzhelme verteilt werden, sondern dass man auch aus einigen weniger erfreulichen Gegenden von Berlin, West-Berlin, einen Haufen Rocker rekrutiert hat, die ein bisschen angriffsfreudiger sind als so der Durchschnittsstudent, und man einen LKW mit Bruchsteinen zur Verfügung gestellt hat. Das ist das letzte Mal, dass bei einer Großdemonstration in Berlin bzw. der Bundesrepublik die Polizei lediglich in Uniform, Schlagstock und mit Tschakko auf dem Kopf aufmarschiert. Es gibt unter den Polizisten mehrere hundert Verletzte, einige davon schwer. Ja, im Nachhinein heißt es dann auch immer, das haben wir natürlich eigentlich nicht gewollt, aber auch da empfehle ich einen Blick in die Quellen. Man muss sich bloß die triumphierenden Flugblätter durchlesen, die danach in Umlauf gebracht wurden, wo also mit Begeisterung geschildert wird, wie man die Bullen weggefegt habe. Dann wird einem schon klar, also unbeabsichtigt war das Ganze nicht. Aber damit ist natürlich auch die letzte Grenze überschritten. Ab jetzt gibt es eigentlich nur noch die Möglichkeit, es dabei sein Bewenden haben zu lassen oder aber zu sagen, jetzt muss man ganz konsequent sein und muss tun, was Che gefordert hat. Der Revolutionär muss die Knarre nehmen. Dazu entschließt sich dann tatsächlich unter maßgeblicher Führung von Horst Mahler
nur eine kleine Minderheit. Etwas größer sind diejenigen, die jetzt tatsächlich daran gehen, irgendwelche kommunistischen Parteien zu organisieren, deren personeller Umfang aber trotz größter Anstrengungen auch in den Folgejahren niemals wirklich über ein paar tausend oder zehntausend Mitglieder hinausgeht. Diese Parteien sind völlig außerstande, bei Wahlen irgendwelche Gruppierungen zu rekrutieren. Dann gibt es diejenigen, die sagen, nein, das ist auch nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Wir haben es jetzt ganz und gar begriffen. Und die schließen sich dann der gerade mit Unterstützung des Bundespräsidialamtes neu gegründeten DKP an. Das heißt also so eine Art Leitversion der SED, der östlichen Staatspartei, die man jetzt in der Bundesrepublik wieder zulässt, auch um ein Auffangbecken für die revoltierenden Studenten zu haben. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die werden von dem zukünftigen Bundeskanzler Willy Brandt unter der Parole mehr Demokratie wagen, mit weit geöffneten Armen in der SPD in Empfang genommen. Wenn man sich die Frage stellt, wie kann es sein, dass etwas, was im Grunde genommen nur wenige Monate umfasste, niemals die Masse der Bevölkerung tatsächlich ergriffen hat, eine derart nachhaltige Wirkung entfaltete, so wie ich sie eingangs, wenn auch etwas humorisch, zu skizzieren versucht habe, dann wird man sagen müssen, am wichtigsten ist ohne Zweifel diese letztgenannte Gruppe. Denn wenn man einmal die Kriterien, die die 68er gerne selbst angelegt haben, auf sie anwendet, dann muss man sagen, was sie da gemacht haben, war eben eine Form von Klassenkampf. Das war der Klassenkampf von Nachwuchsakademikern, die genau wussten, dass das, was in der Vergangenheit klar war, wenn ich also ein Studium absolviere, dann ist die Wahrscheinlichkeit, eine gut bezahlte, prestigeträchtige Tätigkeit zu bekommen. Diese Wahrscheinlichkeit war eben in den 60ern plötzlich aus verschiedenen Gründen nicht mehr so groß. Und das, was sie jetzt erreichen, das ist nicht nur eine gigantische Expansion des Bildungssektors, sondern überhaupt eine gigantische Expansion des gesamten Bereichs, der mit den Medien zusammengehangen hat. Alle Bereiche, in denen die Meinungsmacher wichtig werden. Das ist der Bereich, der jetzt tatsächlich eine ungeheure Bedeutungszuwachs erfährt. Und in diesem Bereich kann man hineinströmen. Sie kennen wahrscheinlich alle die berühmte Formel Dutschkes über den langen Marsch durch die Institutionen. Dieser Marsch durch die Institutionen ist ursprünglich anders gemeint, als man ihn heute immer auffasst. Das heißt, gemeint war eigentlich, dass Dutschke der Überzeugung war, man müsse die bestehenden Einrichtungen des Staates systematisch unterwandern, um zu dem Zeitpunkt, an dem die Revolution dann offen ausbricht und von den eigentlich revolutionären Avantgarden getragen wird, auch von dieser Seite loszuschlagen oder aber die Verteidigungsbemühungen zu sabotieren. Das muss man zugeben, in der Form hat sich das nicht realisieren lassen. Aber das, was ein kluger Amerikaner die lautlose Revolution genannt hat, das hat tatsächlich stattgehabt. In den gerade genannten Bereichen werden die 68er sich etablieren. Sie werden dafür sorgen, dass ihre Vorstellungen, ihre Sprachregelungen vielleicht nicht immer zu 100%, aber doch vielleicht zu 60% und 70% festgesetzt werden, normativ werden. Und sie werden dafür sorgen, dass niemand in den Bereichen, die sie einmal in die Hand bekommen hat, niemand, der von diesen Vorstellungen abweicht, irgendeinen Fuß auf den Boden bekommt. Und wenn man sich also die Frage vorlegt, warum sind die Verhältnisse so, wie ich sie eingangs geschildert habe, dann hat das alles weniger damit zu tun, dass irgendwelche Leute mit einer Vietcong-Fahne und Ho-Ho-Ho-Chi-Minh-Rufen durch irgendeine westdeutsche Stadt gelaufen sind. Und es hat auch weniger damit zu tun, dass wer zweimal mit derselben pennt, schon zum Establishment gehört. Das sind alles unter dem Strich gesehen eher Randerscheinungen. Das wirklich Ausschlaggebende findet in den 70er Jahren statt. In den 70er Jahren findet eine so gravierende Linksverschiebung der Selbsteinschätzung der maßgebenden Kreise in der Bundesrepublik statt, dass klar ist, also etwas Vergleichbares hat es zu keinem früheren Zeitpunkt in dieser Form gegeben. Und der damit eingeleitete Prozess hat auch dazu geführt, dass die Gleichsetzung von normal und links eben das Übliche geworden ist. Ein Sachverhalt, von dem ich annehme, dass so eine ganze Reihe von Ihnen ziemlich genau wissen, was es eben bedeutet, wenn man dann plötzlich eine dezidiert nicht normale und nicht linke Position verficht. Und das ist meiner Meinung nach die eigentliche Folge, um die es geht und deren Konsequenzen wir bis heute nicht bewältigt haben. Und dieser Tatbestand, davon bin ich fest überzeugt, der gehört wieder etwas stärker in unser Bewusstsein gerückt. Vor allen Dingen dann, wenn um uns herum
auch in Zukunft, in den nächsten Wochen wird uns das nicht erspart bleiben, allseits gefeiert wird, wie 68 eben als entscheidender Schritt zur Fundamentalliberalisierung unseres schönen Landes beigetragen habe. Ich hoffe also, dass ich Ihnen eine nicht alternativlose, aber eine alternative Sicht der Dinge habe nahebringen können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.